Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu In Sound Mind. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir kraulen nochmal Kitty. Oder Tonia heißt sie ja, Entschuldigung. I'll hold down the fort. Oh nein, was haben wir denn jetzt getan? Kommt jetzt gleich das nächste Tonband? In der Mitte ist rausnehmen, ne? Kann ich das einfach immer wieder spielen? Ah, ich glaube... Nein, da war sie weg. Ja, ich glaube schon, aber wir wollen es jetzt natürlich... Jetzt ist sie wieder da. Achso, bloß wenn wir das Tonband reinlegen. Was hier dahinter ist, wissen wir auch noch nicht. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz. Erkunde das Gebäude, verlasse den Keller, hol dir die Gasmaske. You keep seeing these pills everywhere. Das hast du schon erzählt. Bin mal gespannt, ob das Tintenklecksmonster wieder am Start ist. Also, Gasmaske im Keller. Ja, es wird bestimmt klingeln. Okay, es hat nicht geklingelt. Ich hätte gedacht, wenn wir mit dem Tonband fertig waren, kommt jetzt bestimmt... Die 42, die Antwort auf alles. Gott, und jetzt ist es... Es ändert sich immer alles ständig. Stets und ständig. Gut, also... Boah. Ich sag letzte Folge noch, ich bin jetzt nicht mehr so verängstigt hier in dem Gebäude, weil das der Hungermarkt schlimmer war, aber ich habe gelogen. Es ist immer noch so. Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich dächte, wir haben im Hungermarkt eine Pille liegen lassen. Ich glaube, eine war noch übrig, aber wenn wir jederzeit das Tonband wieder abspielen können, sollten wir auch jederzeit wieder hinkommen. So, erstmal Türen zu. Wir gehen jetzt... Hier kommen wir immer noch nicht rein. Aber wir kommen jetzt ganz vorne an das Ding. Na, da mussten wir hier durch. Und hier oben drauf. So, wir haben doch jetzt eine Scherbe. Boah, die Geräusche in dem Spiel, ne? Ich sag's euch. Das ist nicht ohne. So, wir haben nochmal eine Vitalyxe. Lieber die Pistole. Ich denke, das ist die bessere Entscheidung. Gut, also das haben wir schon mal. Das heißt, wir können jetzt hier das Band kaputt schneiden. Das sieht nicht so aus, als würden wir dadurch hier rankommen. Okay, das war bloß irgendwas mit einem Gasleck. Ist bestimmt auch noch ein Hinweis. Bin mal gespannt, was jetzt hier kommt. Ah, okay, alles klar. Ich dachte schon, wir kriegen es nicht kaputt. Geil, hier ist überall die Brühe. Aber wir kämpfen uns hier durch. Die Gummibänder sind kaputt, ich muss sie festhalten. Okay. Da gab es nochmal Muni, ein bisschen Batterien. Alles andere ist voll, das heißt, ich kann die jetzt aufsetzen. Die hat aber auch einen Wert. Ah, der füllt sich von alleine wieder. Okay, also wir können nicht unbegrenzt mit dem Ding rumrennen, habe ich verstanden. Wir könnten jetzt oben wieder raus, aber hier ist auch noch was. Ich würde sagen, wir gucken erstmal hier lang. Wenn wir sie festhalten müssen, ist natürlich doof, weil wir können uns in der Zeit nicht wehren. Ja, super. Hä? Aber wären wir nicht mehr da hochgekommen? Das kann natürlich auch sein. Gut, das sieht gruselig aus. Wir gehen wieder zurück. Nee, mir fällt gerade noch ein, dass wir doch hier auch noch ran können. Aber wenn ich die festhalten muss, kann ich das nicht kaputt machen hier. Das ist schön, aber wir können vielleicht einfach schnell hinrennen.
Zack. Sollten wir doch überleben, ne? Zack. Und dann Gasmaske auf. Muni und nochmal eine Pille. Gut, auch geschafft. So langsam kriegen wir hier alles. Das freut mich. Keine Ahnung, die Tür sollen wir wahrscheinlich einfach nicht aufkriegen. Boah, ich bin erschrocken. Außer sind doppelt geklickt. Ich dachte schon, was ist denn jetzt los? So, das sieht hier irgendwie nach ganz schön kranker Scheiße aus. War hier nicht gerade noch was? War die Türklinke, ne? Enduramin erhöht deine Ausdauer. Also wir kriegen auf jeden Fall eine ganze Menge Pillen. Da dürfen wir nicht rein. Hier werden wir auf jeden Fall die Gasmaske brauchen. Oh, it's cold in here. Ich komme nicht durch. Es ist zu kalt. Was ist das immer? An die Decke gucken, vorsichtig. Ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall zu kalt. Oh, I feel shivers down my spine. Also wir sollen hier anscheinend doch nicht durch. Wir müssen irgendwie diese ganze Lüftung hier ausschalten, würde ich jetzt mal behaupten. Können noch mal eben an den Plan unten schauen. Können eh mal gucken, ob wir wieder irgendwas basteln können, aber ich glaube nicht, ne? Ich kann es gar nicht auswählen. Wo ist denn der Lüftungsraum? Lüftungstechnik hier oben. Wir sind hier. Heizraum sind wir nicht reingekommen. Ah, das ist direkt die Lüftungstechnik. Wartungsbelüftungsrohre. Den Heizraum sind wir nicht reingekommen. Wir mussten hier durchkraxeln und sind dann so rum wieder raus. Aber da konnten wir ja nichts einstellen oder so. Was sagt denn die Quest? Verlasse den Keller, erkunde das Gebäude, sammle alle Pillen. Ich werde jetzt einfach mal hochfahren, um zu gucken, ob die Quest verlasse den Keller dadurch jetzt irgendwie sich erledigt. Wie sieht's aus? Nö, verlasse den Keller steht immer noch da. Wir können ja hier nochmal gucken. Wir haben ja jetzt mittlerweile eine Scherbe. Ja, hier gab es nämlich auch noch Sachen, die wir durchschneiden können. I'm stuffed. Wir haben gelernt, dass Veränderung unvermeidlich ist. Entweder passt man sich der Zeit an oder die Welt verändert sich ohne dich. Okay. Hä? Jedes Mal, wenn ich mich rumdrehe, ist... Hä? Alter, das ist ja echt mal ein bisschen Mindfuck. Kommt da bestimmt bald ein Tintenklecksmonster, oder? Sie riecht doch förmlich danach. So, jetzt lasst mich mal überlegen. Also, wir sind hier aus dem Aufzug gekommen, ne? Genau. Links und rechts ist soweit gleich geblieben. Das hier vorne hat sich verändert. Aber wir gucken jetzt erstmal. Hier können wir überall durchschneiden, was wir hier machen können. Gab's nochmal Muni? Denkt ihr, wir können das hier kaputt schießen und kommen da durch? Versuch wäre es wert, oder? Sieht gut aus. Schon wieder eine Tür. Wollen wir da schon reingehen? Ja, was soll's. Machen müssen wir es ja eh, ne? Alans Haus. Alan, der nächste Patient. Wie immer, ich wollte es mir abgewöhnen, aber ich denke, irgendwann wird vielleicht mal was passieren. Damit sind wir voll. Das ist eine geile Hütte auf jeden Fall. Can't take another bite. Later maybe. Gut, also wir sind komplett voll. Ein neues Tonband. Dr. Wales meinte, ich solle schreiben, also schreibe ich. Eigentlich würde ich lieber irgendjemanden anschreien. Heute meinte eine Frau am Leuchtturm zu ihrem hirnlosen Muskelpaket von einem Freund, ich hätte sie schief angeguckt, also hat er mir in den Bauch geboxt. Ich wünschte, ich könnte beide einfach im Boden verscharren. Ich bin so sauer, dass ich rot sehe. Sieht interessant aus.
Oh, da ist was. Aber es ist voll. Krass, im Maul versteckt. Tonband Ellen, eine gelbe Tonbandkassette von meinen Sitzungen mit Ellen. Hier geht's noch zum Dachgeschoss hoch. Wir haben aber wieder so ein bisschen Mief. Gucken wir gleich mal. Ganz gern wissen, ob wir hier noch durchkommen. Nee. Aber das können wir kaputt schießen, auf jeden Fall. Mir macht dieses Messer hier ein bisschen Angst. Ich denke, er hat es aus Wut da reingerammt. Ich hoffe nicht, dass unser nächster Patient irgendjemanden verscharrt oder umgebracht hat. Hä? Okay, irgendwie doch nicht. Also irgendwie schon? Irgendwie auch nicht. Schade, 3 Schuss verschwendet. Tut mir leid. Hier ist auch einer, aber... Nee, ich sollte es lassen. Wir brauchen die Munition. Jetzt müssen wir noch mal kurz gucken. War hier auch irgendwo Muni? I'm good. Nee, ne? Es war alles nur Futter. I feel shivers down my spine. Ja, aber es ist ja nur ein kleines Stück. Wir springen mal richtig drauf. I don't want to step any closer. Nee. Ich will da nicht näher rangehen. Irgendwas. Auch mit Gasmaske. Nee. Irgendwas möchte das nicht. Also sollten wir anscheinend auch unten dort im Keller bei den... beim Belüftungsraum nicht weiterkommen. Ist das wirklich so ein nichtssagender Raum? Ich meine, wir haben eine neue Tonbandkassette bekommen. Aber ich krieg das hier nicht kaputt. Ich krieg das hier nicht kaputt. Hochgehen darf ich nicht. So wirklich was eingesammelt, außer die Kassette, haben wir hier auch nicht. Guck mal jetzt. Ich trickse. Nee, doch nicht. Something stops me from getting closer. Merke ich gar nicht. Dann können wir das mitnehmen? Nö. Oh nein. Gott, ich dachte schon, wir haben uns irgendwo festgebackt. Hm, na gut. Noch mal ein bisschen rumschauen. Ja, irgendwelche komischen Bilder, an denen man kaum was erkennt. Das könnte ein Schiff sein, das ist eine Frau. Das sind Wolken oder so. War anscheinend Schiffer und Angler. Schiffer? Ja, ihr wisst schon. Aber ansonsten nicht wirklich viel sagen. Wir können natürlich das Tonband jetzt wieder in die, in das Gerät schmeißen. Da hinten ist irgendwas. Da war irgendwas. Habt ihr es gesehen? So rechts neben der Tür. Überall die Brühe. Gehen erstmal gerade durch. Ich glaube, da liegt ein Schlüssel oder so. Ich weiß, wir könnten auch die Maske aufsetzen. Oh Gott, das wird ja noch richtig riesig hier hinten. Nee, war kein Schlüssel, war bloß Batterie und Essen. Wir gucken. Ah, ah, oh Gott, bin ich erschrocken. Holy shit. Heilige Scheiße, heilige Scheiße. Oh Gott, bin ich erschrocken, Alter. Was ist los? Hier kommt doch gleich der Nächste. Die Musik hört immer noch nicht auf. Kacke. Boah, wo kam der denn jetzt her? Oh, Alter, erstmal durchatmen. Mann, Mann, Mann. Ich dachte, die werden uns immer schön angekündigt mit irgendwelcher Musik. Hat uns gerade ordentlich Leben gekostet. Wir können gleich nochmal ins Apartment zurück. Ach kacke, ja, man sollte sie vielleicht nicht nur in die Hand nehmen. Boah, bin ich gerade erschrocken, ey. Das kannst du keinem erzählen. Mein Herz ist immer noch am Schlagen. Also gut, also stark am Schlagen. Wäre schlecht, wenn es nicht mehr schlägt. Gut, dann müssen wir doch nochmal hier kurz rein. Dann haben wir hier zumindest wieder Essen. Das hat uns gerade echt ordentlich Leben gekostet. 104 und hier im Fischmaul noch. Too much for one man. Na gut. Ab wieder zurück. Boah, wo kam der denn auf einmal her? Wie fies.
Ist wieder was da hinten? Nee, diesmal nicht. Wartungsraum. Gehen wir hier rein? Ma, was mache ich denn heute? Entschuldigung. Nee, hier ist zu. Drüben liegt noch irgendwas. Batterie brauchen wir nicht. Ich wollte es lassen, aber ich muss es tun. Genau, er sagt's. So, jetzt sind wir so gut wie wieder voll. Ein Leben fehlt noch. Boah, was ist das? Alter Pillen-Junkie. Traue mich schon gar nicht mehr so lange auf diese Zettel zu gucken. Angst habe, dass da auf einmal wieder irgendwas neben mir kommt. Hm. Hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Nee. Ich hoffe einfach mal, dass das jetzt erstmal reicht an Erschrecken. Wir wieder ein paar Sekunden Ruhe haben. So, jetzt sind wir wieder komplett voll. Wieder die 42. Und diese komischen Dinger hier sehen im Augenwinkel so ein bisschen aus wie irgendwelche kleinen Personen. Hier so einer, der sich nach vorne beugt. Es ist die Paranoia, die so langsam aufkommt. It has a small coin slot. Wir haben keine Münze mehr. Och nö. 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 Nein, danke, hieß die Errungenschaft gerade über Steam. Er hat nur schwer geatmet. Doch immer er uns damit sagen möchte. Gruselig ist es auf jeden Fall. Ja, mir ist bekannt, dass in diesem Flurabschnitt das Licht flackert. Es wird repariert, sobald ich unseren Elektriker Gary erreiche. Bis dann, bitte keine Versuche unternehmen, den Flur selbst zu beleuchten. Keine Kerzen, kein Feuer, keine Leuchtpistolen, ich bitte um Geduld. Na, wenn das mal kein Hinweis ist. Ich weiß nicht, was heute los ist. Es ist die Angst in meinem Finger. Ich weiß nicht, das sieht ja hier auch ein bisschen nach dunkel. Ah, müssen wir vielleicht reinleuchten? Nee, ne? Okay. Also es soll natürlich Kälte sein, aber ich dachte vielleicht, weil es auch so dunkel ist. Müssen wir reinleuchten, aber anscheinend auch nicht. Also wenn ich dem Hinweis jetzt nachgehe, sollen wir irgendwie hier den Flur erleuchten. Am besten mit einer Lampe oder einer Kerze oder einer Leuchtpistole. Aber nichts davon besitzen wir, außer einer Taschenlampe. Doch, wir haben eine Münze, cool. I'm stuffed. It has a smoke. It fits. Vielleicht kommt eine Leuchtpistole raus. Ich kann es mir raussuchen. Ich habe das Gefühl, wenn ich hier drauf drücke, kommt so ein Vieh. Wir drücken da drauf. Okay. Detektinol erhöht deine Liste mit jeder dritten Pille. Achso, hatte das die Farben wie die Pillen? Ja, irgendwie oder auch nicht. Gut. Ah, okay, Erdgeschoss. Wir haben wieder einen neuen Plan. Unten ist das Eingangsfoyer. Wir sind hier rausgekommen. Hier drüben sind wir in Alan sein Apartment. Hier vorne haben uns die Biester gejagt. Hier drüben kommen wir auch nicht weiter. Ich hoffe nur, die Typen kommen nicht wieder. Wir können das hier natürlich auch alles kaputt schießen. Wollen wir? Können wir hier zumindest besser ausweichen, wenn mal was ist. Dann haben wir nicht überall die Brühe rumliegen.
Ja, ich denke, das ist besser so. Sind leider schon wieder am Folgenende angekommen. Ellen wird wahrscheinlich unser nächster Patient sein. Zumindest würde das Sinn ergeben. Tonband haben wir. Achso, ja, ich bin ja auch doof. Wir haben ja ein Tonband. Also ja, er ist unser nächster Patient. Sonst hätten wir ja keine Aufnahmen von unseren Sitzungen. Ich bin mal gespannt, was wir bei ihm vergeigt haben. Aber so wie es scheint, hat er anscheinend jemanden umgebracht. Vielleicht die beiden, die er da getroffen hat, wo der Typ ihm in den Bauch geboxt hat. Ich bin mal gespannt. Morgen 16 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.